Hey ihr wilden Partymäuse, ich habe gute Botschaft für euch. Wir gehen auf eine neue Tour. Und zwar im März. Finchies Love Tape Tour. Wir haben gemerkt, ihr habt Bock auf Feiern. Wir sind gerade aktuell auf der Dorfdisco-Tour. Ausverkauft, die zweite. Die erste Tour war ausverkauft. Die Konzerte werden immer kranker. Es geht immer mehr ab. Die Leute schwitzen, die Leute feiern, die Leute sind dankbar. Wir sind dankbar, es ist geil. Und es kommt ein neues Album. Beim neuen Album muss natürlich auch eine neue Tour kommen. Wir sind das erste Mal in Magdeburg. Wir sind das erste Mal in Oberhausen. Leute, kommt vorbei. Es ist eine neue Tour, es ist ein neues Album, es kommen neue Songs. Es wird aber genau der gleiche kranke Abriss wie davor. Also, die Tickets sind jetzt im Vorverkauf. Sichert sie euch. Ihr wisst, es ist leider, für mich natürlich gut, für euch nicht, immer sehr schnell ausverkauft. Also sichert euch rechtzeitig Tickets, kommt auf die Finchies Love Tape Tour und ich verspreche euch, wir machen eine Steigerung. Es wird eine wilde Party, aber es wird das Ganze drumherum noch größer. Noch besser. Noch professioneller. Weil ich habe sehr viel Liebe und gerade heutzutage ist Liebe ein ganz großes Ding. Das fehlt auf dieser Welt. Und Finchie gibt euch sehr viel Liebe. Abfahrt. Wir sind jetzt in Kassel. Erster Tourstopp, wird auf jeden Fall gut. Komm rein, komm rein. Wir müssen ein bisschen leise sein, weil der Busfahrer pennt und wir Kinder am Frotzen sind. Ich zeige euch mal den vorderen Bereich. Hier hast du so einen Chillbereich, ja? Hier hast du eine Mikrowelle, Kühlschränke, alle am Start. Hier sind die Arzten am Chillen nachher, ist aber nicht mein Bereich. Wir gehen nach oben, da können wir ein bisschen lauter sein. Die Toilette kann man ja mal zeigen. Ja, schöne Landschaft auf jeden Fall. Sehr kleine Schüssel, hab ich auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall mit meinem, selbst ich mit meinem Knochenarsch hab da schon Probleme. So, also kommt mit. Hier sind die ganzen Schlafbereiche, aber die sind alle uninteressant. Komm mal weiter. Ich zeig dir mal, wie es geil ist. Komm rein. So, das ist alles mein Bereich hier. Ja, wichtig ist natürlich, dass die Sachen immer gut hängen. Dann habe ich hier meine Chill-Couch, ja. Easy Measy, dann kann man ja mal kurz ein bisschen zeigen. Hier auf jeden Fall gleich Socken. Ich hab alles schon so ein bisschen, wisst ihr, ich bin ja immer so von zu Hause so ein bisschen. Oh, kippen. So ein bisschen erzogen worden, wisst ihr? Und dann hast du hier einfach mal dieses riesen Bett, Alter. Hier kannst du alles machen, hier kannst du rumtoben. Hier kannst du richtig rumtoben. Geil, Alter. Dann habe ich meinen Fernseher. Ja, da läuft jetzt eigentlich die Pläse drauf. Dann kann ich die Kiste natürlich auch runterfahren. Mit der Fernseher aus. Da kannst du natürlich schön rausgucken. Und glaubt mir, Leute, es ist unglaublich, wenn du fährst. Mit der Karre fährst, ja, über der Autobahn. Gestern Nacht war es so, hat ein bisschen geregnet. Ich lag hier im Bett, hab mich schön kuschelig eingemacht, schön frisch geduscht, hab mit Händen gespielt, Alter. Und dann siehst du einfach diese Autobahnfahrt von oben. Das ist die Zukunft, Digga, das ist die Zukunft, ja. Ja, und sonst ist hier, das ist mein Chillraum hier auf jeden Fall immer cool, ein bisschen zurückzuziehen. Weil ich bin ja noch voll in der Albummache. Und ja, da ist es wichtig. Wahrscheinlich, wenn das gezeigt wird, ist das Album schon fertig. Aber mir ist wichtig, dass ich kreativ sein kann, dass ich viel neuen Stuff liefern kann. Und da muss ich mich das ein oder andere Mal leider bei den Jungs ausklinken und dann hier auch meinen Rückzugsort haben. Hallo! Kommst du doch mal ran hier? Die sind da auch hier von dem Finch-Team. Von wem? Finch? Asozial. Sagt Ihnen der Name. Sagt mir jetzt erstmal nichts. Sagt Ihnen erstmal nichts. Nee. Der spielt heute hier in Kassel. Was ist das so? Musikrichtung? Eher ein bisschen flippigere Musik. Ein bisschen flippiger, ein bisschen elektronisch. In welches Genre würden Sie das so einordnen? Gangster-Rap. Der erste Fan ist schon da. Woo! Ich werde mir die Hand nie wieder waschen! Kaufen. Wer nicht kauft, stirbt. Diskothek, dreht am Rad, weil noch Schlaf in deiner komische fehlt.
Jägermeister. Dinger weg, red nicht weiter. Dinger weg, sei nicht so ein Mädchen, Alter. Klopp jetzt all die Dinger weg. Der letzte Gast in der Dorfdiskothek dreht am Rad, weil noch Schlaf in deiner Kornmische fehlt. Bei mir knattert es manchmal in der Hose. Was ist deine Aufgabe gerade? Ich muss gucken, mit die guten, coolen, super Dartspieler auch richtig Material haben. Und das ist einfacher, wie es aussehen tut. Erzähl doch mal, wer bist du denn? Nee, das heißt ja auf der letzten Tour, der Typ, der Gin Tonic, der die ganze Zeit am Gin Tonic saufen ist. Aber du machst ja auch tatsächlich Licht, oder? Ja, ich probiert. Worauf muss man so achten? Naja, dass nicht so dunkel ist, ne? Was sagst du hier so? Ich bin voll auf zufrieden mit der Produktion und mit den Leuten. Und sind alles super nette Leute. Das gucken nicht, dass mich in der Haut wieder. Aber ne, ich liebe das hier. Außerdem kriege ich jeden Tag entweder Salzstangen oder eine Tüte Chips. Und also River Cola gab es hier denn, deswegen muss ich das trinken. Das ist so mein Lohn, was ich hier kriege. Ich bin Martin, hallo. Hallo Martin. Ich soll den Stoff an die Leute bringen. Was denn für ein Stoff? Wir haben ein paar Nickies hier, wir haben ein paar Pullis hier, wir haben ein paar Mützen hier. Wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen neuen Scheiß am Start, also ein paar Bauchtaschen und sonst alles, was das Herz begehrt. Das ist natürlich auch geil, ne? Sag ich mal die Quali? Ist halt so hier so für Strand auch mehr, damit alles so abdingst. Okay? Ja. Also. Das ist ja wirklich geil, auch tragen, die Qualität, ne? Also Qualität, ordentlich. Wie immer, Hammer, wird der immer Druck geachtet. Super. Also sieht echt. Aus wie echt. Sieht aus wie echt. Ich würde behaupten, der Kopf ist ein bisschen größer als in Wirklichkeit, aber ansonsten. Geiles Teil. Vinci kommt, Vinci kommt. Sorry, mal ganz kurz weg hier, mal ganz kurz weg hier. Weg, 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 weg. Alles safe, alles safe. Wir sind heute in Bielefeld im Lokschuppen, ausverkauftes Haus, 2000 Leute, ihr habt richtig Bock auf Hip-Hop, wir sind zu real, wir sind MCs. Ah, ah, ah. Scheißegal, das war krank. Danke. Das ist geil. Guck dir mit rum. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin ein reicher Fußballspieler. Fußballtaucher, Stimmung, gute Laune. Tony Hawk, wo geht da 2? Mama, Mama. Komm herein. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Habe ich unten bekommen, ist das richtig? Ja, ne? Ja, Dorfdiskothek 2. Geil. Ich zeig dir den Backstage, komm mit. Okay, ich bin gespannt. Essen ist schon mal richtig gut. Essen ist richtig gut, aber vor allem immer gesund. Ja, aber bei uns gibt es immer viel Essen. Gibt es Kassler heute? Gibt es Kassler heute? Kassler gab es die letzten Tage, heute haben wir irgendwie so Veggie-Zeug. Ja, Alkohol habe ich genug dafür dich. Also wir können uns heute auf jeden Fall noch richtig steif wegsaufen. Hier ist zum Beispiel Zutritt nur für Asi, Flex, Asi und Chia. Die Sache ist aber, für dich ist überall. Nur für mich? Hast du ja auch noch den guten Raum. Ja, okay, der sieht gut aus. Ja. Genau. Ich weiß immer, das ist immer schon mal so eine Unart, dass die Leute überall die Scheißfenster offen lassen. Warte mal kurz. Ey! Wenn die einer noch das Fenster offen lässt, dann reicht's irgendwann mal. Ich krieg eine Grippe, Mann. Ansage, habt ihr gehört? Wir haben sogar richtige Duschen. Duschst du hier vorher? Ich dusche, ich muss hier duschen. Ja, klar. Hier haben wir zum Beispiel eine Küche. Kann man machen, ja. Ja. Und hier. Schon der Erste? Ja, der ist der Erste, der macht. Hast du nicht? Ich hab nur einen Löffel. Ey, Jungs.
da sind die Perversen hier auf jeden Fall. Die wollen immer nicht gefilmt werden, das ist das Problem. Wisst ihr? Die haben nämlich ein bisschen Angst. Das ist Gustav. Gustav. Hier sind die Duschen. Ja, die sehen gut aus, ja. Ja, es ist eine geile Veranstaltung. So, ey, jetzt merkt mal wieder hier, du Perversen. Lass uns aussehen. Okay. Der wächst sich ein auf Klo, oder? Ja, genau. Duschen sind auf jeden Fall hier besser. Es gibt Veranstaltungsorte, wo es nicht so, so cool ist. Wo du auf jeden Fall richtig den Fußpilz kriegst, wenn du da gleich rangehst. Ich werde mir mal einen Platz besorgen jetzt und mir das ganz gut suchen. Mal gucken. Gut, dann geh ich noch runter, ich komm gleich nach. Oh mein Gott. Mach mir keinen Kopf. Freitag, Samstag, fick ich meinen Kopf. Feier ich nonstop. Gib mir noch einen Shot. Und der Heckspoiler sitzt.